Wir wurden in den vergangenen Jahren in unseren Weihnachtskonzerten immer wieder gefragt, warum spielt ihr eigentlich keine Weihnachtslieder in einem Weihnachtskonzert? Der Gedanke ist ja naheliegend. Aber wir wollten nicht noch einmal Stille Nacht und noch mal Ute Fröhliche, weil man ja in diesen Tagen tausendfach aus allen Lautsprechern hören kann, noch einmal aufleben lassen. Und haben uns auch etwas anderem umgesehen und sind sehr wunderschön fündig geworden in der Weihnachtsmusik über alte Weihnachtslieder von Gerhard Deutschmann, den wir ja heute als unseren Gast hier unter uns haben. Das sind bekannte Weihnachtslieder in einer ganz neuen, für Sie sicher auch sehr ungewohnten Gestalt. Sie sind zum Teil gut erkennbar, zum Teil sind sie ein bisschen versteckt. Sie müssen also ein bisschen auf die Suche gehen, was höre ich an Weihnachtsliedern? Es sind insgesamt 6 Lieder. In dem ersten Satz dieses Werkes, in dem Satz Verkündigung, werden Sie das Bekannte vom Himmel hoch hören. Und zwar in einem Kanon zwischen der Trompete, zwischen den Streichern und den Flöten. Sie werden in einem anderen Satz das alpenländische Volkslied, das wird schon gleich dumper, hören können. Sie werden hören können, es ist ein Ros entsprungen. Sie werden hören können den Anfang von Stille Nacht und Sie werden hören können In Dulci Jubilo. Aber alle ein bisschen versteckt. Es wäre also eine ganz reizvolle Aufgabe jetzt für jeden Einzelnen von Ihnen, einmal die Ohren zu benutzen. Was kann ich erkennen? Vor allen Dingen am Schluss des Werkes, beim Lobgesang, wo diese Lieder alle gleichzeitig kommen. Und an dieser Stelle möchte ich mal Sie hinweisen, nehmen Sie doch bitte mal Ihre Programme zur Hand und schlagen Sie die beiden Außenseiten, diese schönen Reproduktionen des Engelskonzertes aus dem Isenheimer Altar, dem berühmten, von Matthias Grünewald auf. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich mal die Stadt Lichtenfels loben, denn so ein schönes Programm, einfach optisch schön, hatten wir eigentlich in all den Jahren noch nicht gehabt. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig liege, lieber Gerhard, aber das Engelskonzert hat uns eigentlich auf die Idee gebracht, bei dem letzten Lied, wo alle Lieder gleichzeitig kommen, ist es so, wie wenn alle Englein der Krippe nach der Geburt Christi zum Lobe Gottes ein Weihnachtslied anstimmen. Jeder sein eigenes. Es gibt also ein fröhliches Durcheinander, ein Quodlibet, wie man in der Musik sagt, aber alles zum Lobe Gottes. Und da muss man ein bisschen die Ohren spitzen, was kann ich nun alles in diesem gewollten, fröhlichen Durcheinander hören.